So, Moment. Und zwar werde ich hier wieder ein bisschen was wegnehmen. Der Balkon, der wird ein bisschen weiter zurückgesetzt, dass man noch mehr vom Eingang sieht. So war es eigentlich gedacht. So, jetzt hat man, aua, runter und die ganzen Steinchen aufgehoben. Nein. Noch mehr Steine. So, nur wie weit nach hinten, also wo der Balkon genau hinkommt, das weiß ich eben noch nicht. Oh, guck mal, da vorne, da muss er aber noch hier. Hier und so, hier. Da muss er noch hier und so. Hier hin. So, ne? So. Oh Mann. Da erstmal noch nicht. Ungefähr, ja, ich würde sagen, hier kommt wieder das, der, die Decke hin. So. Obwohl. Ne, weiß was, so ab hier kommt die Decke wieder ein bisschen weg und ich brauch die Schere. Zwar hier. So, hier die Wolle kommt auch nochmal weg. Die Dreierreihe hier. So, und zwar kommt hier so vielleicht der Balkon hin, oder? Kann man das so machen? Das sieht alles scheiße aus, Mann. Au. Stein. Oh je, ich habe keine Ahnung, wie ich das bauen soll. Das ist ja ganz toll. Ich sag hier irgendwas von spannender Folge und eier dann hier 2 Stunden lang rum von wegen hier. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Aber hier die Ecke kommt noch weg. Halt, bleib da, scheiße. Ja, gut, ich würde eigentlich fast sagen, dass man das so macht. Dann so. So vielleicht. Ja, so schon eher, denke ich. Wobei, dann kann man ja eigentlich auch gleich hier so zumachen. Oder? Oder wie? Das ist genau das gleiche wie vorher. Das sieht einfach kacke aus. Nee, komm, hier nochmal weg. Sorry, dass ich hier wieder so rumkack, aber ich will wirklich, dass es perfekt wird. Oder zumindest ein bisschen perfekt. Au. Und der Drecksregen, da fällt mir gerade ein, eigentlich. Nein, verdammt. Vielleicht doch hier so den Zaun hin. Ich hab doch keine Ahnung, Mann. Doch, jetzt habe ich eine Ahnung. Oh, jetzt weiß ich, wie ich's baue. Nein, Moment. Oh, Mann. Oh. Aua. So, jetzt hier kommt. Perfekt, so. Komm, rennen wir jetzt. Kein Bock mehr drauf, ey. Ich muss ja was Richtiges zu essen holen, verdammt nochmal. Komm her. Toll, genau 64. Ach, leck mich doch. Oh Mann, ich hab doch keine Ahnung, Mann. Ich hab echt keinen Plan, wie ich das machen soll. Ja. Ja. Vielleicht hier so.
Hier, mein. Okay, ich gebe zu. Ich habe es, glaube ich, schon mal zugegeben, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das bauen soll. Aber jetzt nehme ich erstmal, glaube ich, doch so, so, so. Nehme ich das Holz hier auch als Rahmen für den Zaun und dann gucken wir mal, wie das hier so aussieht, wenn ich hier jetzt so den Zaun mache. So. So, so. Okay, das sieht wirklich, wirklich, wirklich scheiße aus. Wie wäre es, wenn man hier den Zaun einfach wieder wegmacht? Und halt am Ende doch dann wirklich so behindert, wie man ist, alles neu abreißt und hinbaut und wie auch immer und dann hier den Zaun hinmacht. Vielleicht. Ja, vielleicht, komm. Machen wir mal. Nein. So, und dann machen wir hier mal überall Wolle drauf jetzt. Ja, ja, so. Wenn man hier jetzt die Wand nach oben eins weiter zieht, jetzt kann man den nochmal runter tun. Wenn man die Wand jetzt hier oben noch eins weiter zieht. Und die Wand jetzt hier endlich mal abschließt hier oben. Dann braucht der Zaundinger ja gar nicht so weit vor. Oder so, irgendwie so. Und so. Sondern. Ja, nur bis darüber. So. Kann auch der Stein wieder weg. Wenn man jetzt hier reinkommt, hat man da oben. Das muss alles viel niedriger irgendwie. Mann. Ich bin total unkreativ gerade, sorry, aber ich habe totale Hirnblockade. Ich habe gerade auch gar keine Lust, irgendwie das weiterzubauen, weil ich weiß, dass ich irgendwie gerade gar nichts auf die Reihe krieg. Ich hätte vielleicht doch was anderes jetzt aufnehmen sollen. Toll! Yeah. Also und dann die... Nein, oh meine Fresse. Kommt mir alles so verzögert vor irgendwie, auch wenn ich irgendwas in Crafting Table leg, dass ich klick und dann erst mit einem Ping von 100 oder so das Zeug erst reingelegt wird. Das ist voll ätzend sowas. Ja. Komm, andererseits Schwert brauche ich jetzt erstmal sowieso nicht. Aber andererseits müsste ich ja jetzt schlafen können, oder? Ist es dunkel? Nein. Oder Nacht, besser gesagt. Weil dunkel finde ich es ja eigentlich, aber das ist ja normal, weil es einfach regnet und pisst und ekelhaft ist. So, dass man vielleicht... Schade, dass man aus Wolle keine Half-Steps machen könnte. Das wäre ja geil. Aber dass man im Prinzip... Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keinen Plan. Ja gut, habe ich Half-Steps dabei. Ja, Moment, doch, von dem Holz habe ich Half-Steps. Dann probieren wir es halt mal. Einfach... Ja, nee, Moment mal. Zäune kann man ja nicht auf Half-Steps platzieren. Das ist jetzt natürlich schon wieder scheiße. Komisch. Naja, komm, jetzt probieren wir es nochmal. Irgendwie hier erstmal doch alles abbauen.
So. Natürlich springe ich immer runter von vorne und sammle die ganzen Steinchen neu wieder auf. Ist ja klar, muss ja sparen. Komm schon, jetzt kann ich. Jawohl, jetzt kann ich schlafen, endlich mal. Und es ist schon wieder verflucht heiß in meinem Zimmer. Ich muss jetzt das Fenster aufmachen. Mein Gott. So. So, jetzt gucke ich mal von. Jetzt hole ich mir Erde. Wie viel? Ich habe zwei Erde. Toll. Ich wollte mich jetzt ganz hoch bauen und dann ganz von oben nochmal drauf gucken. Nein! Oh, meine Fresse. Die Form von meinem Haus ist aber auch echt zum Kotzen eigentlich, ey. Da habe ich mir echt eine Scheiße gebaut hier, ey. Mann. Aber ich denke, wenn ich jetzt hier nochmal hinbaue. So, wenn man jetzt hier den Zaun drauf packt, müsste es doch eigentlich gehen. Das einzigste Problem wäre dann hier meine Wand wieder, aber da kann man eigentlich lieber ihn hier mal wegmachen. Jo, so müsste der Balkon ja im Prinzip gehen, finde ich. Das Problem ist jetzt nur, dass ich hier dann Holzboden machen müsste. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. So, jetzt war gerade meine Mutti nochmal im Zimmer, deswegen musste ich kurz einen Cut machen. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich hier diesen, ja, wie ich den Boden machen soll. Aber eigentlich ist mir gerade eine Idee gekommen, und zwar, ich könnte ja eigentlich die Decke einen Half-Step runtersetzen. Das heißt, ich baue jetzt hier nochmal die ganzen Blöcke ab, die ganze Decke hier. So. So, das ist natürlich jetzt schon wieder eine langweilige Abbauarbeit, aber sorry, wenn euch mein LP nicht gefällt. Ich habe euch gewarnt, ich kann einfach nicht bauen und Minecraft spannend machen kann ich sowieso nicht. Das ist einfach, ich kann es halt einfach nicht fertig. Bei Debitor, Gronkh, sowieso, was weiß ich nicht alles, bei wem, bei denen klappt es halt überall, bei mir nicht, sorry. Wenn es euch nicht gefällt, dann guckt es halt nicht. Ich kann euch nur den wärmsten Tipp geben, bei Debitor zu gucken, weil der macht echt ein geiles Minecraft-LP. Also als Alternative, falls meins zu langweilig ist oder zu wird. Moment, ich muss mich gerade mal am Sack kratzen. So, dann könnt ihr ruhig bei denen gucken. Würde ich auch nicht verübeln. Würde ich euch natürlich nicht verübeln. So, weil ich meine, mache ich ja selber. So, jetzt hier erstmal fett. So, dass man quasi das so macht. Ist natürlich ein bisschen schwieriger dann immer zu bauen. Ach nee, halt, stimmt gar nicht. Nicht so, sondern noch einen Block tiefer. So. So, Frage ist aber halt, wie hoch dann die Decke ist, weil zu niedrig will ich sie dann auch nicht haben. Dann wäre sie so hoch. So, dann hätte man nämlich hier oben noch einen Block Platz. Ups, nein. Für unter den Zäunen. Um schön irgendwie. Meine Fresse. Los. Hier. Ja. Also hier der ganze Balkon wäre da niedriger und man hat trotzdem hier diese Steindecke. Beziehungsweise. Oh nee. Oh nee. Nicht wirklich, oder? Nicht ehrlich. Scheiße.
Dann muss das Fenster aber auch niedriger, ey. Oder? Nee, weiß was, scheiß auf. Ich hab grad, ich hab. Nee, sorry, also, nee. Ich mache jetzt Schnitt. Ich überlege mir da was und mal gucken. Wenn mir das Richtige einfällt, dann werde ich irgendwann anders aufnehmen. Aber jetzt habe ich einfach ein Brett vor dem Kopf. Es geht gar nichts. Also gar nichts. Ich gehe jetzt Far Cry aufnehmen oder sowas. Aber Minecraft, sorry. Irgendwann anders. Also, bis zum nächsten Mal.